Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Video auf dem Rosinosi-Kanal. Mein Name ist Duni und ich wurde auch schon ganz, ganz lieb von den anderen angekündigt. Ja, also ich bin Duni, bin 22 Jahre alt und wohne in Bremen und werde ab jetzt für euch jeden Freitag ein Video hier machen. Also ich bin ganz, ganz neu an Bord. Ja, ich habe auch ein Bewerbungsvideo gemacht. Wer sich das angucken möchte, kann den Kanal gucken. Das ist unter den Favoriten gespeichert. Und ja, und zwar war das so gewesen, ich habe den Kanal zufällig gefunden, fand das total toll, was die anderen gemacht haben. Und ich habe gedacht, boah, da hatte ich total Lust, da möchte ich mitmachen. Und ja, und hier bin ich jetzt ganz neu. Freue mich, ja, gut, ja. Also, ich habe auch schon ein erstes Thema für heute. Und zwar geht es um die 6. Staffel, The L-Word. Ich denke, die meisten von euch haben die Staffel nicht gesehen. Und ich muss sagen, also die 6. Staffel war eigentlich ziemlich... Also, ich fand die halt nicht so gut im Gegensatz zu den anderen 6 Staffeln. Das war einfach nur so... Einiges wirkte total auch hingeschlotzt. So von wegen so... Ja, letzte Staffel, jetzt machen wir mal noch hier ein bisschen das und das, ein bisschen Gewurschtel und so. Und also ich weiß nicht, also ich fand einige Themen, was da halt so passiert ist, ziemlich überflüssig, überdreht und auch doch ziemlich langgezogen und so. Also im Großen und Ganzen hat mir die 6. Staffel nicht gefallen, weil ich finde, für die Lesben-Community ist die L-Word einfach nur mehr als eine Fernsehserie. Es ist... ja, schon fast ein Lebensgefühl und man kann sich mit so viel von denen identifizieren, die ihn befassen und auch vergleichen und das ist ja auch gerade so das Schöne an der Serie und so. Und ja, weiß ich nicht, und mit der 6. Staffel so als letzten Abschluss dann sowas zu machen, fand ich dann halt doch irgendwie auch sehr enttäuschend und so, weil irgendwie, da war total vieles halt unaufgeklärt und es sind noch so viele Fragen offen und besonders auch die Frage, wer hat jetzt eigentlich Jenny Scheck da umgebracht? Wer war das? Man weiß nicht, es kommt ja nicht raus am Ende, wer sie umgebracht hat oder ob sie überhaupt umgebracht wurde oder ob es ein Unfall war. Irgendwie bleibt das offen. Klar ist es dann auch, ist dann auch so eine gewisse Spannung mit dabei und so, aber ja, weiß nicht, irgendwie möchte man ja doch die Antwort haben. So, das ist dann auch schon mal meine allererste Videofrage für euch und zwar, was glaubt ihr, wer hat Jenny Scheck da umgebracht? War das wirklich Beth? War das doch Alice, die sie ja angeblich dann gefunden hat? Oder ja, oder was glaubt ihr, was passiert ist? Das würde mich echt interessieren, was sie halt darüber denkt und so. Ja, ansonsten ja, die 6. Staffel, also schauspielerisch waren die Frauen wieder natürlich ganz, ganz große Klasse, wie immer so, wie wir es auch von den anderen Staffeln her kennen. Und ja, aber im Großen und Ganzen, also die Serie fühlte sich an wie, ja, womit kann man das vergleichen, zum Beispiel wie die letzten Tage vor den Sommerferien zum Beispiel. Die letzten Tage vor den Sommerferien, man kommt an, man ist eigentlich nur noch halb da und man wuschelt eigentlich nur vor sich hin, weil man weiß ganz genau, ja, es sind E-Ferien, warum noch großartig Mühe geben oder so. Also so kam mir das halt die ganze... Also die ganze Thematik in den letzten 8 Folgen so, okay, es gab auch eine ganz, ganz tolle Folge, also die fand ich persönlich sehr lustig, das war mit diesem Tanzwettbewerb, wo die da miteinander da alle getanzt haben auf Wettbewerb, das fand ich zum Beispiel, solche Folgen finde ich immer ganz gut, ganz klasse und auch in den Folgen, es gab auch immer mal gute Sprüche und dies und das und so, aber auch zum Beispiel mit Dylan und Helena irgendwie fand ich das Ganze auch ein bisschen bescheuert, so auch diese ganzen Aktionen da, dass sie halt sie beobachten mit der Niki heißt sie, glaube ich. Ist jetzt Niki? Ich weiß nicht. Doch, Niki, genau. Dass sie das irgendwie diesen Test da mit ihr machen und ja und bla, ich weiß nicht. Also, und auch hier mit Max, dass sie schwanger geworden ist, weil sie ja mit einem Schwulen zusammen ist, war der ist abgehauen. Und ich weiß nicht, das Ganze, das wirkte alles doch ein bisschen plumm und auch, dass Tina und Beth plötzlich nach New York wollen und ich weiß nicht, das war alles irgendwie, das sprach mich nicht alles an irgendwie, also weiß ich nicht. Schade eigentlich. Also man kann sich eigentlich nur wünschen, dass vielleicht noch ein L-Word-Film rauskommt oder
irgendwie sowas war, es wurde irgendwie auch eine Nachfolgeserie gedreht, die soll aber halt nicht so toll gewesen sein, dass der Sender Showtime sie nicht übernommen hat. Also, weiß nicht, also vielleicht bleibt doch, ich glaube, es bleibt alles offen. Also ich glaube, Gerüchte, dass ein Drehbuch für einen Kinofilm geschrieben wird, dass ein Drehbuch geschrieben wird, kursiert im Internet rum, das Gerücht, aber ob das jetzt wirklich so realisiert wird, glaube ich aber eigentlich eher nicht. So, und in Amerika läuft momentan auf den Sender Showtime eine andere Serie von den gleichen Produzenten, Machern und Regisseuren, und zwar The Real L Word. Ich habe auch schon mal reingeguckt, und zwar geht es um 6 Frauen, die in West Hollywood leben. Und es ist alles Reality, alles soll Reality sein, ne? Also es geht um 6 Frauen, die auch in West Hollywood leben, wo halt die Serie L-Word spielte. Obwohl, wusstet ihr eigentlich, dass die L-Word, dass nur ein paar Außenszenen in L.A. gedreht worden sind, aber das meiste wurde in Kanada gedreht. Wusste ich auch nicht, also... Ja, wusste ich auch nicht. Naja, auf jeden Fall, bei The Real Edward geht es halt um 6 Frauen, die halt auch in West Hollywood leben und die alle auch recht gut betucht sind, sehr feminin und irgendwie, ja, lernen die sich da auch alle kennen oder kennen sich alle vorher. Also ich habe die zu den Zusammenhang nicht gefunden genau, aber irgendwie, ich habe mir auch das ein bisschen trotzdem mal angeguckt und so, und da sind auch wieder ganz viele Ereignisse und passiert dies und das und jenes, und ob das wirklich alles Zufall ist und real und so, ist auch erstmal dahingestellt, ne? Ja, also ob das in Deutschland rauskommen wird, weiß ich nicht. Also ich kann mir das irgendwie, zumindest nicht im Fernsehen. Also ich glaube nicht, dass es ein Format unbedingt was fürs deutsche Fernsehen ist und so. Aber wenn, dann wird das, denke ich mal, höchstens auf DVD rauskommen und so. Ja, also... Weiß nicht, ansonsten müsst ihr mal im Internet rumgucken, vielleicht kommt ihr ja an die englischen Folgen ran und ja, guckt euch das an, macht euch ihr eigenes Bild von, also The Real Albert, also hat eigentlich doch nicht viel mit dem Original zu tun, finde ich, ja. Wohl, wie gesagt, das Original, es ist wirklich mehr als eine Fernsehserie, es ist wirklich, ja, also es hat viel, ich meine, Deutschland kam The L-Word 2006 raus, im Mai war das gewesen, im Fernsehen auf Pro7. Und ja, und seitdem ist das, irgendwie ist das auch wie so eine kleine Revolution, sage ich mal. So, weil, ja, also die einzelnen Charaktere, mit denen kann man sich auch wirklich so identifizieren und so. Ich meine, geht mal auf eine Lesbenparty, ne? Also auf eine Szeneparty. Und zählt mal bitte alle Shane-ähnlichen, also die ihren Look haben, zählt die doch mal alle. Also... Sag mir nicht, das ist alles Zufall, dass sie so aussehen, ne? Ich denke mal schon, dass das so seinen Grund hat und dass es ein Vorbild dafür gegeben hat, ne? Also ich finde das halt auch, also, ja, ziemlich schade, dass es halt doch so ein Ende ist und so. Also, was denkt ihr darüber? Vielleicht gefällt euch ja das Ende. Vielleicht dachtet ihr, boah, ey, genau, das ist ein Ende, so muss es sein. So muss es immer sein. Wir brauchen schon ein fucking Happy End, ne? Ich habe noch 2 kleine Veranstaltungstipps für euch. Und zwar findet am 15. Juli am Hannover Hauptbahnhof ein Lesbierinnentreffen statt. Um 14 Uhr. Dann gehen alle gemeinsam zum Maschsee. Und das Ganze wurde vom Schüler-VZ ins Leben gerufen, von einer Gruppe. Die werde ich euch unter weiteren Informationen, werde ich euch die Gruppe verlinken. Und am 17.07. findet so ein Treffen in Hamburg statt. Und ja, die Gruppe werde ich euch auch verlinken, und das Treffen findet um 15 Uhr auch am Hamburger Hauptbahnhof statt. So, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Danke, dass ihr zugeschaut habt beim ersten Video. Lob und Kritik nehme ich gerne an. Also sagt ruhig, was ihr denkt, ob es euch gefallen hat, ob es euch nicht gefallen hat und so. Und ja, mein erstes Video, bin noch ein klein bisschen aufgeregt, und es hat geklingelt, und bis dann. Bye, bye.